Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lumber Tycoon hier aus unserem, ja, Weihnachtsareal, so nenne ich das einfach mal. Wir wollen heute den Weihnachtsbaum schlussendlich mal beenden. Bedeutet, ich will hier ja noch eine kleine schöne Spitze hinmachen und ja, da habe ich mir schon was Kleines, aber Feines überlegt und wir werden einfach mal nicht lange rumsabbeln, sondern arbeiten, so wie es sein soll. Und jetzt muss ich einfach mal gucken, wie das dann aussieht. Ich werde es erstmal bauen. Und werde dann schauen, ob wir das noch irgendwie verändern müssen. Und zwar will ich wie so einen kleinen Stern hier drauf haben. Ich glaube, das würde hier noch ganz gut aussehen. Frage ist, was für ein Stern? So groß sollte er eigentlich nicht sein. 1x1. Nee, die sind zu groß. Wir nehmen mal den und gucken einfach mal, wie das dann aussehen tut. Nee, so. Ja. Jetzt muss ich überlegen, oder mache ich es noch eins höher? Das wäre so die Frage jetzt aller Fragen. So. So. Das gute Stück. Wir müssen mal gucken, ob wir eventuell ein 1/2 mal 1. Dann wäre der ja. Nee. Gibt es denn so einen breiten? 1/2 mal 1 haben wir. Wir gehen mal kurz zu dem Shop Wood Air Us. Und schauen einfach mal kurz, was wir da für Dreiecke haben. Weil ich glaube, ich habe noch nicht alle gekauft. Immer nur das, was ich gebraucht habe. Und im Übrigen, Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Wer hätte es gedacht, der zweite Advent ist ja nun mittlerweile auch vorbei. In 14 Tagen oder in knappen 2 Wochen ist Weihnachten. Eieiei, die Zeit rennt und rennt und rennt und rennt und rennt. Und wir haben uns auch ein bisschen weihnachtlich angezogen. Ja, ein paar neue T-Shirts bei mir. Finde ich ganz nett. So, 1x1. Was ist mit dem hier? 1/2 mal 1 und 1/2. Da müsste der das ja sein, was wir hier haben. Glaube ich. Wir gucken mal, ob es der ist. So, Mr. Tom ist auch wieder da. Und freut sich natürlich, dass wir ihn wieder besuchen kommen. So. Ist das jetzt der? Ah, der ist zu breit, ne? Warum ist der denn 4 breit? Gibt es nicht noch einen kleineren? 2/3? Ist es dann der? Hä? Wir kaufen jetzt den ganzen Laden leer. Was für eine Vorbereitung, Herr Player. Was für eine Vorbereitung. Aber gut, auch das gehört dazu, dass man mal gucken tut, was es so alles für schöne Sachen gibt. So, was haben wir jetzt für einen? Der hier ist es, ne? Der ist auch zu groß. Warum sind die denn alle so groß, so breit? Oh, dann muss ich doch mit den Kleinen arbeiten, oder was? Oder bin ich einfach nur zu doof, den richtigen zu finden? Zu breit, zu breit, zu breit. Hä, egal. Egal, egal. Wir nehmen es mit den Einzelnen. Wir haben ja da gelbes Holz rumliegen. Wir haben ja auch schon die Qualifikation. Den 1x1x1x1x1 Block für ein ganzes Blueprint zu benutzen, dann sollten wir das auch, ja, hinkriegen mit den gelben Hölzchen, was da ist. Aber gut, so hätten wir uns vielleicht was gespart. Was soll's, wir werden das so machen, denke ich. Und zwar 1/2x1.
1,5 mal 1. 1,5 mal 2 wäre denn wahrscheinlich das Richtige. Aber gibt es sowas? Man weiß es nicht. Egal. Wir bauen es so. Und alles wird gut. Hoffentlich. So. Einmal das Ganze noch drehen. So. Genau. Dann werden wir die auch nochmal drehen. Ach komm, wir destroyen die. Destroy. Dann sparen wir uns die Zeit, die Dinger zu drehen. Da ist er. Genau, der ist jetzt in der richtigen... Was? Doch, ist dran. So. Und dann das Ganze... Oh Gott, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Ne, wir nehmen erstmal nochmal das gute Stück hier. Und zwar, du warst wieder hier oben irgendwo. Genau. Genau. Zack. So. Ich hoffe wirklich, dass das gelbe Holz dafür reicht. Aber gut, wir werden es sehen. So, oh, korrekt, du bist sogar schon richtig eingestellt. So. Jawohl, jawohl. Drehen. Eins. Zwei. Aber dass der immer falsch rum ist. It's a Wahnsinn. So. Und dann haben wir noch hier oben das. Oder wollen wir erstmal anfangen? Komm, wir fangen erstmal an mit dem Holz. So, einmal eins ist eingestellt. Und dann hauen wir mal das Holz hier rein. Ich hoffe wirklich, dass das hier reichen tut. Dass wir dann den Baum beenden können. Oh. What? Rein da mit dir. So. Das nächste Stück. Oh, und er ackert sich hier durch. Na, guck mal, die werden relativ lang. Ich möchte jetzt den Tag nicht vor dem Abend loben. So. Das müsste ja hier ausreichen. Na? Hallo? Oh, jetzt. Ist der schon durch? Ja. Tata. Zack. Sehr schön. Man sieht gar nicht, dass das Ding durchgetackert ist. Oh. Oh, ein schönes Gelb. Ein schönes, schönes, schönes Gelb. Dann haben wir noch das schöne Holz von letztem Jahr, von letztem Weihnachten hier mit verbaut an unserem tollen Baum. So, zweimal draufkloppen und das gute Stück ist durch. Und das ist einfach nur genial mit diesem Update, dass wir da ein Würfelchen reinhauen. Ja, das hätten wir schon viel, 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 viel früher haben müssen. Aber gut, damals gab es sowas eben noch nicht. Da mussten wir eben noch Bäume farmen, bis der Arzt kommt. So, Frage, reicht das für zwei Stück? Ich kenne noch mein Glück wieder 97%. Ups. Anscheinend nicht. So. Zack. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die gelben Hölzer so lang werden. Da habe ich mir zu viel Sorgen gemacht. Aber was soll's. Man sieht so viele Stunden in dem Game und trotzdem keine Ahnung. So muss das sein. So. Na.
Wo, hat er den schon angenommen? Na, irgendwo wird er wahrscheinlich reingeflutscht sein. So. Na. Ein paar brauchen wir noch. Zack. Ah, fliegt doch weg. Vielleicht hätten wir uns hier mal echt eine Leiter hinbauen sollen oder so. Bei den ganzen Arbeitsstunden, die dieser Baum gekostet hat. Oh, 94%, wer hätte es gedacht? Zack. Dann machen wir hier noch einen kleinen ab. Na? Nee. Zack, zack. Tata. So, hier nochmal die goldene Mitte treffen oder die gelbe Mitte. So, zwei Stück an der Zahl. Noch. Oh. Oder auch drei Stück an der Zahl. So. Dann hauen wir doch nochmal einen gelben hier rein. Der wird wahrscheinlich wieder nicht angenommen werden. Ja. Müssen wir nochmal nachschieben. Sehr schön. So, dann nehmen wir noch das kleine Stück hier. Oder reicht das vielleicht? Ich glaube, das reicht noch nicht. Wir schieben dich auch nochmal rein. So. Hallo? Jetzt? Sehr schön. So. Klopf, klopf. Zack. Und einen noch. Und dann machen wir oben auch noch. Na. 94%. Nein. Das ist ja doof. Gut. Bleibst hier liegen, ja. So. Okay. So, jetzt nochmal. Das gute Stück. So. Zack, zack. Bitte nach oben. Warum nichts wollen? Ah, jetzt. Sehr schön. So. 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 Und so. Ja. Ach komm. Schmeiß mal so rein. So, drei Stück noch und das kriegen wir, glaube ich, aus dem gelben dort raus. So. Einmal. Zweimal. Da musst du hinein. Sehr schön. Na. Aus der Hand gefallen. Hä? Nein! Na, nimm an. Jetzt hat er's. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Weihnachtsstern noch oben drauf. Ja. Gefällt mir. Damit ist der Baum jetzt komplett. Er hat Lampen und Lichter. Er hat Christkugeln dran. Und obendrauf einen schönen Sternchen. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Schneegedöns. Und dann ist der Baum wirklich, wirklich, wirklich komplett. Da ist die Frage. Wir gehen nochmal raus. So. Da reichen eigentlich diese dünnen Dinger hier.
Ah, wir sehen, wir sehen, wir sehen. Ist echt ein bisschen groß, das Ganze. Da sind wir in der Mitte. Okay, wenn wir den so machen. Könnte ich eigentlich auch gleich mehr machen. Das bringt jetzt, glaube ich, keinen großen Unterschied. Na gut. Okay, hier kommt auf jeden Fall noch Schneegedöns hin. Da werde ich mal eben noch ein bisschen weißes Holz holen. Aber das soll es von dieser Folge erstmal gewesen sein. Ich finde den Stern sehr, sehr schön. Hierunter kommt noch Schnee. Und in der nächsten Folge werden wir dann beginnen mit einem kleinen, aber feinen neuen Projekt. Worum es geht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.